Ja, willkommen zu meinem Talk. Ich werde was über Bilder erzählen. Erstmal zu mir. Ich bin Walter Ebert, bin freier Webentwickler aus Frankfurt am Main. Ist nicht an? Hallo? Nochmal? Nee? Jetzt besser? Ja. Wenn wir Probleme haben, wir jetzt schon. Jetzt? Jetzt geht los. Jetzt passt, oder? Da hast du okay, dann, drei Stück. Drei Stück, okay. Machen wir das aus. Ja. So. Okay, jetzt geht's besser. Ja, mein Name ist Walter Ebert, bin freier Webentwickler aus Frankfurt am Main. Mache seit den letzten Jahren auch viel WordPress und beschäftige mich auch mit dem Thema Performance. Und Bilder sind da ein Teil davon. Über den letzten Jahren ist es halt so, dass Webseiten immer größer werden. In den letzten 5 Jahren halt einfach. Umfang, die durchschnittliche Webseite ist dreimal so groß geworden. Und der größte Anteil besteht halt aus Bildern. Und jetzt ist halt so, dass Bildern optimiert werden können. Die werden einfach so hochgeladen und nicht fürs Web optimiert. Das wird immer wichtiger, insbesondere für Mobile. Weil bei Mobile hat man eingeschränkte Bandbreite. Es gibt natürlich LTE, aber das hat man nicht überall. Jeder kennt es am Ende des Monats, dass man über sein Datenlimit kommt und dann wird man gedrosselt und dann hat man vielleicht LTE, aber in der Praxis dann halt doch nicht. Und jeder, der mal mit der Bahn gefahren ist, weiß, wenn man mal LTE hat, ist das nicht über die ganze Strecke der Fall. Und das ist halt ein wichtiger Grund, Bilder zu optimieren. Dann noch kommt hinzu, natürlich, wenn man in Deutschland ist und Webseiten aufruft, ist es ja okay. Aber es gibt noch Leute, die nicht aus Deutschland sind und dann in Deutschland auf Besuch kommen und ihr Handy nutzen wollen. Hier ist ein Beispiel von Christian Hallmann. Ist ein Franke, der in England lebt. Und der war letztens in Deutschland und hat ja Nachricht gekriegt von, ja, die Kosten für Datenverkehr sind 6 Pfund pro MB. Das ist umgerechnet 8 Euro pro Megabyte. Die durchschnittliche Seite ist 2 MB, also pro Seitenaufruf muss man 16 Euro zahlen. Auch ein Grund, um da zu optimieren. PageSpeed Insight ist ein Tool von Google, weil Performance ist ein Ranking-Signal für die SEO. PageSpeed Insight gibt so Bewertungen und Bilder sind da auch ein wichtiger Teil von. Hier ist halt ein Beispiel für eine Seite, wo man 1,8 MB sparen könnte, laut Google. Natürlich, über Bildern muss man halt gucken, welches Bildformat man wählen kann und sollte. GIF, PNG, JPEG sind halt die drei bekannten Formate, weil alle Browser die unterstützen. Ja, GIF ist gut für Logos, Grafiken. Vorteil von GIF, dass es auch Transparenz hat. Nachteil, dass es nur 256 Farben darstellen kann. Aktuell wird es oft genutzt, wenn Leute halt Animationen haben wollen. Das ist eigentlich auch das einzige Format, worin das jetzt geht. PNG wurde als Alternative für GIF erstellt. Kann mehr Farben, also kann bis 16 Millionen Farben darstellen. Auch ein Format, was
für Logos, Grafiken gut geeignet ist. PNG unterstützt auch Transparenzen halt in mehreren Stufen, nicht wie bei GIF, wo man halt hat transparent oder nicht. PNG kann man unterschiedliche Anzahl der Farben einstellen. PG 8 hat nur 256 Farben. Das kann man gut als Alternative für GIF nutzen, weil das im Durchschnitt 21% kleiner Dateigröße ergibt. Und PNG kann man die Komprimierung einstellen. Man sollte immer die größte Komprimierung haben, das ist also 9. Das hat man am Anfang einstellbar gemacht. Das Format ist ja schon 20 Jahre alt und die Rechner waren vor 20 Jahren nicht so schnell. Und deswegen hat man damals gesagt, dass man das einstellbar macht. Aber die Rechner sind so schnell, dass das kein Problem mehr ist. Es gibt natürlich JPEG, was explizit für Fotos entwickelt wurde. Weil es für Fotos entwickelt wurde, unterstützt es auch keine Transparenzen. Wichtiger Unterschied ist, dass die Bildqualität einstellbar ist. Das ist von 1 bis 100%. Das ist nicht klar definiert in den Standards. Jeder Softwarehersteller kann die Prozentzahl selber interpretieren, wie er das, wie stark 50% ist. Und da hat sich WordPress 4.5 was geändert, weil Standard war, dass WordPress 90% Komprimierung macht. 4.5 hat man das auf 82% standardmäßig gesetzt, um halt kleinere Dateien zu generieren, aber mit Behalt von der Bildqualität. Wenn PHP Image Magic Extension installiert ist, dann wird noch automatisch an den Metadaten optimiert und ein paar Sachen rausgenommen. Und Update lohnt sich halt für Bilder, weil Dateigrößen einfach optimiert werden. Man kann natürlich, bevor man ein Bild hochlädt, es auch vorher selber optimieren. Das sind so ein paar Tools, die man halt auf dem Desktop nutzen kann, sind frei verfügbar. Image Optim ist irgendwie so das beste Tool, was es da gibt, aber halt leider nur für Mac. Bei Trimage ist es so, dass es nur PNGs und JPEGs optimiert und keine GIF-Bilder. Man kann es natürlich auch, wenn man Entwickler ist, das automatisieren. Es gibt halt das ImageMin-Paket, das man halt auch über Gulp oder Grunt nutzen kann. Das ist halt ganz nett für die Theme-Entwickler, dass man halt die Bilder, die man da nutzt, automatisch optimiert. Es gibt ja jetzt auch neuere Formate. SVG ist schon relativ alt, aber explizit für Vektorgrafiken gedacht, also Sachen, die man in Illustrator oder Inkscape nutzt, dass man die halt in der Webseite einbauen kann. Gibt es halt so ein paar nette Features, dass man halt Animationen programmieren kann und auch mit CSS und JavaScript drauf zugreifen kann. Aber das ist mehr so, wenn man gestalterisch was machen will, interessant. Support ist eigentlich ganz gut. Eigentlich alle Browser unterstützt, außer IE 8. Das ist natürlich halt abhängig vom Projekt, ob der Kunde will, dass IE 8 noch unterstützt wird. Ich sag mal, wenn man Webseiten baut, die auf Endkunden sich richten, braucht man das nicht. Ist oft bei Unternehmenswebseiten, wo noch verlangt wird, dass IE 8 unterstützt wird, weil halt Mitarbeiter noch mit so einem alten Browser unterwegs sind. Aber das wird immer weniger und hoffentlich ist es bald dann komplett weg. Wenn man ein Fallback machen muss, ist das so mit Source-Set-Attribut das Einfachste.
gibt so andere Methoden, aber das funktioniert halt ohne JavaScript und welche Trickserei. Und bei SourceSet ist es halt so, dass das die Priorität hat über den Source-Attribut. IE8 kennt den Source-Set-Attribut nicht, also nimmt er automatisch das Source-Attribut in diesem Fall. Natürlich kann man SVGs optimieren, wenn es direkt aus Illustrator kommt, dann stehen da ganz viele Infos drin, die für Illustrator interessant sind, aber nicht für den Browser. Also das sollte man, bevor man es hochlädt, nochmal optimieren. Dann gibt es halt so ein paar Tools, die man nutzen kann. Und hier das SVG, OMG ist halt eine Webseite, wo man es halt online machen kann. Und die anderen sind halt so Kommando- und Zeilentools, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Die HT-Access sollte man auch ein paar Sachen reinschreiben, damit man sicher ist, dass SVG richtig unterstützt wird. Erstmal, dass SVG vom Browser erkannt wird. Das Ad-Encoding GZIP ist halt, wenn man das SVG vorher schon komprimiert mit der Endung SVGZ, dass der Browser halt weiß, das ist schon komprimiert. Und in einem anderen Fall, wenn es halt nicht komprimiert ist, dass der Server die SVGs nochmal komprimiert, weil SVG ist eine Textdatei und das wird dann über deinen Browser komprimiert, damit die Datei halt kleiner wird bei der Übertragung. WordPress unterstützt SVG Standard nicht in der Mediathek. Hier ist halt ein Snippet, damit man dafür sorgen kann, dass man SVGs in der Mediathek hochladen kann. Ist manchmal notwendig und so ist das am schnellsten umgesetzt. Die Formate, die ich bis jetzt genannt habe, gibt es schon ziemlich lange. Google hat sich mal Gedanken gemacht, von das muss doch besser gehen. Die haben sich das WebP-Format ausgedacht, das irgendwie eine Kombination ist von der SVG, von GIF, PNG und JPEG. All die Eigenschaften haben die halt in WebP kombiniert und nochmal die Komprimierung verbessert. Nachteil ist halt, dass es nur von Google-Browsern unterstützt wird. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern. Firefox und auch Microsoft Edge überlegen sich, ob sie es vielleicht unterstützen. Ist noch nicht so weit. Es kann trotzdem interessant sein, WebP zu unterstützen, weil Chrome Marktanteil von über 50% hat. Mit dem HTML5 Picture Element kann man das halt so aufbauen, dass man sagt, wenn ein Browser WebP unterstützt, dass er WebP nehmen soll. Und wenn nicht, dann nimmt er halt ein JPEG. Das ist halt so eine Methode, dass man das unterstützen kann. Das kann man auch noch weiter treiben, weil es gibt Browser, die bestimmte Dateiformate unterstützen. IE ist zum Beispiel der einzige Browser, der JPEG XR unterstützt. Das ist auch eine bessere Gruppierung. Safari ist der einzige, der das Format JPEG 2000 unterstützt. Das auch eine bessere Komprimierung hat. Und dann hat man WebP und JPEG. Ist natürlich Aufwand, lohnt sich für die meisten nicht. Nur wenn man riesen Traffic hat. Und Nachteil ist natürlich, dass WordPress das auch nicht unterstützt. Also da muss man sich dann was bauen oder über ein CDN irgendwie gehen. Also das ist nur interessant, wenn man das entsprechende Budget hat. Der HTML-Figure-Element ist auch noch interessant, weil man da Informationen an ein Bild zuweisen kann. Man hat natürlich das Alt-Attribut, aber das ist eigentlich nur für Screenreader interessant. Und mit Fake Caption kann man halt einen Kommentar noch sichtbar machen. Und WordPress benutzt das Standard schon in der Galeriefunktion, also ist schon in WordPress mit dabei.
Man kann halt auch bei dem Figure-Element halt mehrere Bilder nutzen und eine Caption dafür nutzen. Über die HTAccess kann man nochmal explizit sagen, wie lange die Datei gecached werden soll, weil Standard ist dann nichts vorgegeben. Das ist halt dafür zu sorgen, dass der Browser auch Bilder cached und beim nächsten Seitenaufruf nicht neu runterlädt. Das wird auch von Google zum Beispiel abgewertet, wenn das nicht der Fall ist. Wenn man natürlich schaut, von was so in der Welt genutzt wird, ist ganz klar, JPEG ist ganz vorne mit dabei für Fotos und natürlich GIF, PNG und andere Formate sind noch relativ unbekannt. SVG wird langsam mehr, um das jetzt immer mehr bekannter wird, was man mit SVG machen kann. Natürlich auch wegen hier Retina-Auflösung. Vektorgrafik sind dann immer scharf und immer scharf dargestellt. Also das hat noch die Zukunft. Es ist die Frage von, ja, wie viel kann man jetzt sparen, wenn man Bilder optimiert. Ich habe hier mal ein Beispielbild genommen. Das über 800 Kilobyte groß ist, wenn man das halt mit den Standard-JPEG-Tools optimiert. Also das ist das erste Teil, dann kann man schon ein paar Kilobyte sparen, also über 100 Kilobyte. Bei JPEG ist es halt so, dass es zwei Methoden gibt, um ein Bild abzuspeichern. Das erste ist ein Baseline Encoding, das kann man sehen, wenn ein Bild geladen wird, das ist dann für Zeile lädt. Eine Alternative ist Progressive Encoding. Das kann man auch sehen, wenn ein Bild geladen wird, ist es erst total verpixelt, dann wird dann immer schärfer. Und bei JPEG ist es halt so, dass das Progressive Speichern noch extra Datenvolumen spart. Ja, die ganzen Diskussionen, neue Bildformate, Mozilla, die Hersteller von Firefox, haben gesagt, wir machen da nicht mit. Die haben halt gesagt, wir nehmen die Standard-JPEG-Tools und versuchen, die Tools nochmal zu optimieren. Das ist dann unter das Projektnamen Mods-JPEG jetzt zusammengeführt. Und wenn man das benutzt, kann man da auch noch ein paar Kilobyte extra rausholen und insgesamt in diesem Beispiel kann man 18% sparen. Und das ist alles ohne Qualitätsverlust. Ich kann euch sagen, ich schraube an die Qualität und versuche irgendwie die Dateigröße zu beeinflussen. So zwischen Komprimierung von 75 und 85% ist so, was ganz okay ist, was jetzt bei WordPress halt Standard 82% ist, also ist da zwischendrin, kann natürlich auch noch sagen, von ich komprimiere es noch stärker, 50%, Nachteil ist, dass man das halt auch sieht. Aber man kann zum Beispiel 50% nehmen, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder hat und da funktioniert es eigentlich ganz gut, weil man halt die Farben da nicht hat. Also da kann man noch mitspielen, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder hat. Man kann natürlich auch wegen Mobile sagen, von ja, großes Bild ist ja Quatsch, ich nehme ein kleineres Bild und da kann man eigentlich viel mehr sparen. 2012 hat jemand mal so alle großen Webseiten mal studiert, von die responsive sind und damals festgestellt, dass responsiven Webseiten in der mobilen Ansicht genauso schwer sein wie die Desktop-Ansicht. Ist natürlich schlecht, weil natürlich mobile Netzwerke langsamer sind. Da muss man dann was machen. Und daraus ist halt das Responsive Images Initiative entstanden und was jetzt auch aus HTML5 Standard verabschiedet wurde. Und auch in WordPress 4.4 eingeführt wurde. In WordPress benutzt man das SourceSet-Element, um die Responsive Images zu nutzen.
Es gab auch neue Funktionen, um damit zu arbeiten. Wenn, also eigentlich ist es so, dass WordPress Standards das macht. Wenn das Theme sich an einen ganzen WordPress-Standard hält, hat man auch automatisch responsive Images. Braucht man im Prinzip nicht zu viel zu machen. Da kann man noch bei dem Sizes-Attribut noch optimieren, weil WordPress halt nicht weiß, wie das Design aussieht. Und was das Sizes-Attribut halt macht, ist dem Browser sagen, wie groß das Bild auf dem Bildschirm dargestellt wird. Hier ganz oben kann man sehen, dass ich gesagt habe, bis 800 Pixel soll das Bild 100% des Viewports einnehmen. Also VW ist Kurzform für Viewport Width. Es gibt noch VH, Viewport Height, aber das benutzt eigentlich keiner. Also ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Und als Fallback kann man sagen, von das Bild soll dann, wenn es halt nicht größer als 800 Pixel ist, dann 680 Pixel sein in diesem Beispiel. Und da kann man auch mehrere Media Queries nutzen, abhängig von Design. Und da kann man halt die Bilder optimieren, abhängig von das Theme, das man dann hat. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit für Responsive Images, das ist halt über das Picture Element. Da definiert man halt im Source Element die Media Query. Das Picture Element wurde explizit entwickelt, um Art Direction möglich zu machen. Das Source Set Element ist eine Empfehlung für den Browser. Aber der Browser entscheidet selber, welches Bild er dann tatsächlich nimmt. Und das erscheint anhand von der Pixeldichte, Größe des Bildschirms. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass der Browser guckt, von wie schnell die Verbindung ist. Und zum Beispiel, wenn der Browser feststellt, ich habe eine langsame Verbindung, dann nehme ich nicht die Retina-Auflösung, sondern die einfache Auflösung. Da ist der Browser frei. Bei Picture Element ist es halt explizit definiert und der Browser muss es dann die Bilder so nehmen, wie sie definiert sind. Das ist halt interessant, weil zum Beispiel hier in dem Foto hat man einen Hund vor einem Gebäude, vor das Weiße Haus. Auf Mobile will man nicht einfach das ganze Bild einfach kleiner machen und dann erkennt man halt nicht, dann will man halt einen Ausschnitt nehmen und so beeinflussen, wie das Bild dargestellt wird. Und das ist halt der Punkt vom Picture Element, um das möglich zu machen. Natürlich, bei WordPress gibt es ganz viele Plugins. Ist immer ganz toll, dass man eine große Auswahl hat. Und ich will mal so ein paar Plugins erwähnen, die sinnvoll sind. Also das eWWW Image Optimizer ist ein Tool, das dafür sorgt, wenn man ein Bild hochlädt, dass es automatisch optimiert wird. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man JPEGs und PNGs in WebP-Format umwandelt, was halt WordPress-Standard nicht unterstützt. Nachteil von dem Plugin, dass man bestimmte Programme mitgeliefert werden, die auf der Kommandozeile ausgeführt werden müssen von PHP und nicht jeder Webhoster erlaubt das. Also muss man halt ausprobieren und wenn das Plugin irgendwie alles rot anzeigt, dann hat man halt Pech gehabt, dann kann man das Plugin nicht nutzen. Also muss man halt ausprobieren, wie das funktioniert. Wenn es halt nicht geht, dann kann man halt noch auf Plugins zurückgreifen, die bestimmte Webdienste nutzen. Heißt halt, dass das WordPress an den Webdienst schickt und das optimierte Bild dann zurückkriegt. Hier ist ein Beispiel Kraken, Ioris, die Kunden sind aus Berlin. Optimus wurde von Sergei Müller ursprünglich entwickelt, aber hat er abgegeben, also wird noch immer unterstützt. TinyPNG ist auch so ein Dienst, was sehr beliebt ist und seit neuestens gibt es Imagify als Dienst. Das sind von den Leuten von WP Rocket.
So kann man Kaspar mal fragen, wenn man da Interesse hat. Imsanity ist ein praktisches Plugin, weil es ist halt so, man kann in WordPress Bilder hochladen und oft ist es so, dass Redakteure oder Kunden halt irgendwie ein iPhone 6S haben oder ein Galaxy S7, wo halt hochauflösende Fotos mitgemacht werden, das direkt in WordPress hochladen. Und dann hat man halt so Bilder, die 2-3 MB groß sind oder noch größer. Und abhängig von wie das Team gebaut ist, kann es halt sein, dass die Bilder in voller Größe dargestellt wird, wenn zum Beispiel in Overlay das Bild dargestellt wird, dass dann die volle Größe geladen wird. Das kann man mit Imsanity halt vermeiden und da kann man halt definieren, was die maximale Größe ist. Und da wird es Standard bei 2000 Pixel gemacht. Hat auch den Vorteil, weil man nicht so teures Webhosting hat und irgendwie nur 100 MB Speicherplatz zur Verfügung hat, dass das auch nicht so schnell ausgereizt wird. Ja, Regenerate Thumbnails werden wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist halt, wenn man irgendwie Einstellungen in Vorschaubildern gemacht hat, kann man die Bilder neu generieren lassen. Bei WordPress ist es so, wenn man ein Bild hochlädt, werden automatisch mehrere Auflösungen gespeichert. Natürlich jetzt ist mit WordPress 4.5 sind die Einstellungen nochmal optimiert. Kann man das Regenerate Thumbnails nochmal drüber laufen lassen, dass man auch die neuen Einstellungen kriegt. Andere Technik ist Lazy Loading. Das ist, wenn man ganz viele Bilder hat. Das sorgt dafür, dass das Bild erst geladen wird, wenn es in den sichtbaren Bereich kommt. Es ist halt interessant, wenn man, insbesondere auf der mobilen Ansicht, bei WordPress ist ja irgendwie Standard, die letzten 10 Blogposts werden auf der Startseite angezeigt, aber nicht jeder scrollt bis zum letzten Blogpost auf der Startseite runter. Und damit, mit Lazy Loading vermeidet man halt, dass die Bilder alle geladen wird, wenn der Besucher nicht ganz nach unten scrollt. Und das ist halt schade, wenn Bilder geladen werden, die ein Besucher nie gesehen hat, aber trotzdem Daten verbraucht. Ja, Icon-Fonts, ein beliebtes Thema oder beliebte Technik. Das macht man, damit man halt mehrere Bilder in Font steckt. Beim Webbrowser ist es halt so, dass die Anzahl der HTTP-Requests eingeschränkt ist. Die Browser können maximal 6 HTTP-Requests absenden und wenn man natürlich dann JavaScript noch hat und CSS-Dateien, wird die Webseite langsamer, weil er halt die 6 Requests abarbeiten muss und dann kann er die nächsten 6 abarbeiten. Und mit Icon-Fonts kann man halt mehrere Icons nehmen, in eine Datei zusammenpacken und dadurch halt Requests sparen. Problem nur bei Icon-Fonts ist, dass zum Beispiel Leute, die eine Lesestörung haben, gerne einen eigenen Font definieren und damit den Icon-Font abschalten sozusagen und die Icons dadurch kaputt gehen. Und jetzt ist es halt auch so, dass im iOS 9 zum Beispiel und auch bei manchen Adblocker, dass der Fonts auch blockiert werden und dann kriegt man auch, halt auch kaputte Icons. Und Opera Mini ist halt ein mobiler Browser, was in Deutschland nicht ganz so viel genutzt wird, aber in Afrika und Asien ist es beliebt, dass da auf den Handys eigentlich der Standardbrowser. Das unterstützt Icon-Fonts gar nicht, sonst werden sie in Zukunft auch nicht machen. Also wenn man in den Märkten unterwegs ist, ist das schon ein wichtiger Punkt. Natürlich, Icon-Fonts ist ganz praktisch. Aber wenn man es mal nicht nutzen kann, dann kann man noch eine Alternative nutzen, das ist SVG. Sprites
was halt unterschiedliche SVGs nimmt und es in einen großen SVG kombiniert. Muss man natürlich von Anfang an als SVG haben, damit man das nutzen kann. Ein gutes Tool ist iCommun, was ursprünglich für Icon-Fonts gedacht wird. Die haben halt die Option, dass man es auch als SVG speichern kann. Natürlich, wenn man es selber macht, hat Yoshi Kufal ein Skript geschrieben, dass man aus individuellen SVGs ein Sprite macht. Kommt zufällig aus Nürnberg. Also das ist praktisch, wenn man halt mehrere SVGs, dann lässt man das Skript drauflaufen und dann kriegt man ein Komplettpaket mit CSS zurückgeliefert. Animierte GIFs sind ziemlich beliebt. Hier ist ein Beispiel von der Washington Post, wo sie halt im Artikel GIF genutzt haben. Das ist natürlich ganz hübsch. Problem ist, die Datei ist 4,3 MB groß. Da kann man noch WebP nehmen, weil die auch Animationen unterstützt. Dann ist man bei 3,3 MB. Hätten sie jetzt einfach ein Videoformat MP4 genommen, wäre es nur 143 Kilobyte groß gewesen. Also ein Unterschied von 300. Deswegen würde ich sagen, GIF-Animationen muss man nicht unbedingt benutzen. Da ist Video besser. Mit HTML5 haben wir ja das Video-Tag und da kann man halt auch gibt es das Autoplay-Attribut. Kann man als gute Alternative nutzen. Ist natürlich für ältere Browser, die HTML5 nicht unterstützen, geht das nicht. Dann würde ich sagen, dann nimmt man einfach ein statisches Bild. Und das betrifft eigentlich nur den IE8. Das ist der bessere Kompromiss, als an allen Browser 4,3 MB große GIF zu schicken. HTTP2 hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das wurde explizit entwickelt, um das ganze HTTP-Protokoll nochmal zu optimieren auf Performance. Da gibt es halt so ein paar Änderungen, die so Best Practices oder Techniken, die man genutzt hat, eigentlich ungültig machen. Ein Beispiel ist halt Spriting. Bei HTTP2 ist es halt so, dass da keine Obergrenze gestellt ist, wie viel Requests abgesendet werden. Das heißt, wenn man mehrere Requests gleichzeitig absenden kann, dann hat das Spriting nicht mehr so viel Sinn, weil dann kann man viele kleine Dateien halt schicken und das geht alles parallel. Hat auch den Vorteil, wenn man Spriting nutzt, hat man halt eine Datei und wenn in der Datei eine kleine Änderung ist, muss man die komplette Datei wieder neu runterladen. Und halt, wenn man viele kleine Dateien hat, ist es nur die eine kleine Datei, die sich dann ändert. Inlining hat man früher auch gerne gemacht. Ist natürlich irgendwie kompliziert, dass man Sachen in HTML einbettet. Bei HTTP2 kann man halt Server-Push machen, was das komplett ersetzt. Ist natürlich so ein Ding, was etwas technisches ist, um das einzusetzen, was man definieren muss. Aber kann sich schon lohnen, wenn man HTTP2 nutzen kann, um sich das mal näher anzuschauen. Was man auch im Moment gerne macht, ist Domain-Sharding. Das hat man halt gemacht, weil es nur 6 HTTP-Requests pro Domain erlaubt sind. Hat man halt gesagt, dann nehmen wir halt mehrere Domains. Wenn wir 2 Domains haben, kann man halt 2 mal 6, hat man also 12 HTTP-Requests. Bei HTTP2 ist es ein Nachteil, weil HTTP2 ist ein Protokoll, womit der Browser und der Server halt kommunizieren, auch Prioritäten feststellen können und den ganzen Verkehr selber automatisch optimieren können. Das geht halt verloren, wenn man auf mehrere Domains verteilt. Auch ein Nachteil halt, wenn man mehrere Domains hat, man muss noch
DNS-Request extra absetzen für jede Domain, was auch Zeit braucht. Oh, das ist das falsche Bild. Okay. Unterstützung für HTTP ist ganz gut. Ist halt alle modernen Browser unterstützen das, ist eigentlich nur der IE, der es nicht unterstützt. Also daher, wenn es ein Webhoster anbietet, sollte es man das auch nutzen. Hier ist eine Demo von CDN-Anbieter, zeigt halt den Unterschied zwischen HTTP 1 und HTTP 2 und da sieht man, dass es irgendwie 5-mal schneller mit HTTP 2. Das heißt, ein Bild, was aufgeteilt wurde in 200 kleinere Bilder. Da sieht man halt, was es halt bringen kann, wenn man viele kleine Bilder nutzt oder ganz viele kleine Dateien hat, weil es gilt auch für CSS und JavaScript. Und das ist eigentlich auch, was ich erzählen wollte. Und ich hoffe, dass ihr was, das was euch was gebracht hat und neue Ideen und Tools zur Verfügung stellt und ihr das auch nutzen könnt. Und dann wollte ich mich bedanken fürs Zuhören. Gibt es Fragen? Ja. Meine Frage, auf das gar nicht eingegangen worden. Wie stehst du persönlich zu EXIF-Informationen? Ja, die Frage war, wie ich zu EXIF-Informationen stehe. EXIF-Informationen sind halt die ganzen Metadaten. Ich würde sie rausfiltern. Bei den meisten Seiten ist es nicht relevant, aus meiner Sicht. Es ist nur, wenn man so eine Fotoseite hat. Dann würde ich sagen, dann will man sie halt drin haben und die Originale aufbewahren. Man kann natürlich auch sagen, dass man die in die Thumbnails, das EXIF-Daten raus und die irgendwie das Original verlinkt. EXIF-Daten sind halt nur interessant für Leute, die mehr Informationen über das Fotomaterial haben wollen. Für einen Browser ist das nicht relevant. Da muss man natürlich immer gucken, ist man an den Daten interessiert oder nicht. Ja, aber für die EXIF-Daten kannst du auch zum Beispiel, wenn ich ein Bild hochlade in WordPress, dann automatisch ja auch zwei Felder als Beschreibung ja automatisch setzen lassen. Ja. Ja, okay. Ja. Naja, kann man natürlich dann einstellen, dass man beim Hochladen die EXIF-Daten halt speichert und das WordPress das optimieren lässt. Also wenn es schon in der Mediathek ist, dass die Daten halt schon abgespeichert sind und danach die EXIF-Daten entfernt. Aber muss man natürlich gucken, will man das so. Ja, das ist unterschiedlich. Ja, und auch an welche Version. Ja, naja, das, also bei iOS und Android funktioniert das nicht. Macht bei Mobile aus meiner Sicht auch Sinn, man will nach nicht automatisch ein Video abgespielt wird auf Mobile. Ist halt so, bei zum Beispiel Firefox auf Android unterstützt es und Windows Phone unterstützt es auch und BlackBerry unterstützt es auch. Ist natürlich, muss man sich überlegen, muss man vielleicht explizit sagen, von auf Mobile nicht. Da muss man da halt mit JavaScript dann noch arbeiten. Ist natürlich die Frage, wie man das handhaben will. Wie löst ihr die Probleme mit Templates von Apple,
Ja. Ja, das muss man halt sich überlegen, wie wichtig das einem ist. Und wenn man sagt, von, ich will auf Retina immer die Retina-Auflösung, dann muss man halt das mit dem Picture-Element arbeiten. Und ist halt, bei WordPress ist es halt so, dass er das Source-Set-Element nimmt und einfach dem Browser sagt, von welche, in welcher Auflösung die Bilder zur Verfügung steht. Und der Browser entscheidet dann selber, was irgendwie Sinn macht. Was für mich persönlich ein guter Weg ist, natürlich, wenn der Kunde sagt, von Retina soll hochauflösend sein, dann hat man halt den Nachteil, dass das Bild auch viermal so groß ist und dass es halt auf die Performance schlägt. Dann ist es halt die Frage, was ist wichtiger, die Performance oder dass es irgendwie scharf aussieht, muss der Kunde halt dann entscheiden. Okay, keine Fragen mehr. Dann vielen Dank.